gut, den haben wir jetzt neben uns. Ich glaube, den brauchen wir auch groß nicht vorstellen, aber mach's doch einfach mal. Ja, hallo, grüß euch. Ich bin der Carsten von Taste of Nature. Viele kennen mich vielleicht von euch als Wald- und Wiesenkoch der Szene. Aber ja, auf meinem YouTube-Channel gibt es auch Content zum Thema Bootskarpfen, Angeln, Boilies rollen. Und wir sind heute hier das erste Mal auf der Messe mit einem eigenen Stand. Ich habe das Boot mitgebracht. Da hinten noch einen kleinen Stand für euch zusammengezimmert. Und ja, erster Tag ist vorbei und jetzt steht Olli vor mir. Ja, heute ist der zweite Messetag. Du sagst gerade, ist wirklich dein erster Stand, diesmal wirklich Messepremiere. Genau. Für die Messe nicht, das ist eigentlich ein Heimspiel für dich. Ja. Du bist ja Ur-Berliner, kann man schon so sagen. Brandenburger bin ich, Brandenburger, ja. Okay, da bestehst du doch, Brandenburger. Ja. Naja gut, du wirst ja auch nicht sagen, du bist Nordrhein-Westfalen da, oder? Aber es ist halt schon deine Heimat hier und ist Brandenburg für dich schon ist meine Heimat. Heimspiel, ja. Also ich habe Messeerfahrung als Teamer an Ständen, aber mit einem eigenen Stand noch nicht. Und das ist halt was völlig anderes. Ne? Ja, und wie war das Feedback der Kunden gestern? Also ich denke, das Feedback war gut. Natürlich merkt man auch, dass jetzt ein bisschen ruhiger um mich war. Ja. Aber ja, ich denke, im Großen und Ganzen kann man zufrieden sein. Mir fehlt halt auch die Vorerfahrung, weil es so normal ist. Mit den großen Firmen da vorne kann man sich sowieso nicht vergleichen. Sollte man auch nicht, dann kriegt man schlechte Laune. Und von daher schauen wir mal, wie es heute läuft, der zweite Tag. Und dann kann man ja mal so gucken, was gestern war auf jeden Fall schon Wahnsinn. Aber ich stelle auch dir diese wahnsinnigen 5 Fragen. Ganz einfach, bist du eher Fluss- oder Seeangler? Bei dir kann ich mir fast vorstellen, was jetzt kommt, ja? Ganz eindeutig Seeangler. Ganz eindeutig Seeangler. Großseeangler. Großseeangler, allein die Beschaffenheiten, wo du herkommst, wo du wohnst. Du hast die Brandenburger großen Seen vor der Tür, du hast die Mecklenburger Seenplatte. Fahrbereit in einer Stunde, dreiviertel Stunde bist du an den richtig geilen Seen, wo du dein Boot zu Wasser lässt und da natürlich auch Vollgas gibst. Ich muss immer wieder spicken. Das ist auch wieder eine Frage, die Antwort kann ich mir denken. Bist du eher der Stalker, der Mover oder doch schon eher der Ansitzangler? Raus, guten raus, absitzen den Fisch und bis er kommt. Ja, eigentlich eher der Mover. Man wird mit dem Jahr noch ein bisschen gemütlicher. Mit dem Boot geht es aber natürlich einfacher, das Mover. Nee, das ist nicht einfacher. Da denken immer viele, aber Routen rein, Anker raus. Ist auch nicht unbedingt einfach. Klar, man muss keinen Tackle zusammenpacken und ins Boot laden. Aber alle, die bisher mit mir Bootskarpfen angeln waren, haben alle gesagt, das war anstrengend. Und es ist wirklich anstrengend. Das ist ein anderes Angeln, man kann sich das nicht so richtig vorstellen. Aber ja, also man muss das wollen. Und auch da jede Nacht umzuziehen, ist anstrengend. Ja klar. Aber über die Jahre hat man natürlich Erfahrung und weiß, wo man hinfährt. Und wenn es funktioniert, dann bleibt man halt auch einfach mal sitzen, auch wenn man weiß, dass es 10 Kilometer oder 5 Kilometer weiter vielleicht dann doch noch ein bisschen besser laufen könnte. Aber die Freiheit auf dem Wasser vom Boot zu angeln ist, glaube ich, schon eine ganz andere Erfahrung, ein anderer Schritt, Karpfen zu angeln, als vom Land aus, denke ich schon mal. Ist ein Perspektivwechsel, sage ich immer. Ne? Man guckt nicht man guckt aufs Land und nicht aufs Wasser. Und du bist aber dem Wetter komplett ausgesetzt. Ob genau. Regen, Sturm ist, du bist in der Sonne. Wenn Sonne scheint, bist du in der Sonne. Ja, du hast keinen Baum. Wenn Sturm kommt, Wellen kommen, wackelt es richtig. Dann sollte man gucken, wo man sich hinstellt auf alle Fälle. Ja. Sag mal ein bisschen Windschatten, Wind abgewandt irgendwo. Versucht sich ein Lausplätzchen zu suchen. Ja. Also dieses Boot hat ja jetzt auch nicht irgendwie sonst wie hoch Freibord. Also damit muss man schon gucken, was man macht und was nicht. Sehr cool, sehr schön. Dein absoluter Lieblingsboilie. Was ist ein Boilie für dich, auf den du jetzt nicht mehr drauf verzichten würdest, den du auch, sagen wir mal, dein restliches Leben angeln würdest? Also den Boilie aus meiner Range, den ich am meisten oder am längsten angel, ist auf alle Fälle der Dark Garlic Fisch. Den rolle ich schon seit 20 Jahren und den gibt es halt immer noch. In den letzten Jahren ist der Tuna ein bisschen mehr dazugekommen, aber meistens fahre ich tatsächlich die Buffet-Taktik und mache einfach eine bunte Mischung, so ist für jeden was dabei. Größen und Sorten und Farben gemixt, der Fisch kann sich auf nichts einstellen und auf den großen Seen ist hauptsächlich wichtig, dass Futter liegt. Ob das dann der eine Boilie oder der andere Boilie ist, wir sitzen nicht am überfischten Paylake, sage ich jetzt mal, no front, aber wo es halt wirklich drauf ankommt, was man für einen Boilie vielleicht fischt, da ist wichtig, dass Futter liegt und da macht Kohlenhydrat Sinn und da macht Fisch Sinn und ich fische alle Boilies meiner Range, aber ich sag mal, den ich am längsten fische, mit dem ich angefangen habe, war der Dark Garlic. Was ich mir gestern mal angeschaut, ist ein sehr solider Boilie. Gefällt mir sehr gut. Absoluter Klassiker. Solltet ihr euch mal gönnen, diesen Boilie, schaut mal beim Carsten im Shop vorbei. Taste of Nature hat nicht nur Boilies, du bietest ja auch viele andere Sachen an. Du machst Guiding, du machst wirklich sehr, sehr viel. Ja, Guiding ist weniger geworden. Ja, aber du bietest an. Aber ja, mal schauen. Scotty hast du bei dir mit im Programm, ja? Genau, wir haben Wald- und Wiesenkoch gehört sich das Scotty. Super Ding, wir haben mit dem Christian von Scotty, der hat uns auch voll ausgestattet, wir sind auch begeistert von diesen Produkten.
Ja, also ich habe mit Chris eine Kooperation für die Messe. Mhm. Eigentlich machen sie alles selbst und er hat erst ein bisschen Bauchschmerzen, das in andere Hände zu geben. Mhm. Aber sie sind halt leider gerade selber in Holland auf einer Messe. Der ist überall unterwegs. Ja. Weltweit ist er. Der hatte gestern schon keine Stimme mehr. Ist wahnsinnig, der Typ. Ja. Ja. Auch ein ganz sympathischer Mann. Wir haben ihn in Berlin mal vor ein paar Jahren kennengelernt. Ja, und da hat er gesagt, habe ich gesagt, aber wenn es die Leute nicht kaufen können, nur sehen können, bei mir ist das auch Quatsch, bringt den Leuten noch nichts. Und ja, nur haben wir eine kleine Kooperation gemacht. Ich habe ein paar Dinger dabei und kam gestern gut an bei euch auf alle Fälle. Sehr schön. Bist du eher der ordentliche Angler? Tippe, Toppe, Tacklebox, alles ordentlich sortiert oder eher Eimer auf, rein, nach Hause fahren, aus dem Eimer raus, frisch binden am Wasser? Also die erste Session im Jahr bin ich der ordentliche Angler und danach wird es jetzt stufenweise immer schlimmer. Genau, mein Stil, so kenne ich es auch. Ich bin auch, ich habe zwei so eine Klassik-Taschen, da habe ich alles drin. Das Thema hatten wir heute Morgen erst so im Bett im Hotelzimmer, wie unsere Tackleboxen aussehen. Ja, die Tackle-Box an sich ist ordentlich, das liegt aber daran, dass es halt eine Tackle-Box ist. Ja, ne? Da ist alles ordentlich so, aber die Rigs fliegen dann einfach rein. Also da habe ich einmal auf Rigs rein. Ja, ich habe mir dreimal ein Rigboard gekauft, die liegen alle zu Hause unbenutzt. Kenne ich. Liegt einfach in der Box. Ich bin auch eher situationsbedingt. Ich komme am Wasser, binde dann situationsbedingt auf die Situation, wie ich gerade fischen muss, wie ich umstellen muss, auch dann mein Rig. Ja, du angelst ja auch schon ein paar Jahre und sind wir mal ganz ehrlich, egal wen man hier in der Halle fragt, der lange auf Karpfen angelt, da fischt man noch nicht mehr 10 Rigs oder so. Da hat man seine zwei Dinger und die fischt man und da macht man sich auch keine Gedanken groß drüber und dann funktioniert das halt auch. Ne? Und dann brauchen wir auch nicht so viel Kram und die sind schnell gebunden und das Shishi wird immer weniger über die Jahre und so ist es, glaube ich, eigentlich bei fast jedem. Und von daher ist da nicht so viel Aufwand nötig. Ja. Sehr schön. Carsten, wir haben auch den Job bald durch, ja? Ah ja, hier haben wir. Das ist eine coole Frage. Finde ich eigentlich geil. Eigentlich meine Lieblingsfrage. Wenn du jetzt bis am Ende deines Lebens noch eine Rute fischen durftest, könntest du keine andere mehr holen. Welche Rute wäre das? Was ist dein absoluter Lieblingsstock? Wo du sagst, also auf die kann man sich verlassen, mit der kann ich auch alles abdecken. Also auf alle Fälle eine 10-Fuß-Route für meine Angelei. Die Fragen, wir haben fast alle 10-Fuß-Routen, weil du damit alles abdecken kannst. Gerade fürs Boot angeln, nimmst du bevorzugt 10-Fuß fürs Boot? Ich nehme nur noch 10-Fuß, also für alles. Mhm. Ich bin kein Angler, der halt 180 Meter werfen muss oder so. Und mit den 10-Fuß-Routen hier werfe ich die auch 120 Meter bei guten Bedingungen. Wow. So, und also 90, 95 ganz locker, schon ausprobiert. Und 115 auch schon geschafft, denke mal 120 geht auch. Und ja, jetzt Produktplatzierung? Oder? Gerne, wenn du eine hast. Ja, die gibt's ja gar nicht mehr, von daher ist völlig, ist völlig egal. Also das ist eine Fox Horizon erste Serie, Fox Horizon X. Ja, erste Aber wenn man ein bisschen im Internet schaut, man findet sie noch. Ja, und das dann habe ich noch einen Satz Sportex Morion, drei Lips, die haben 3,5. Die sind auch geil, die nehme ich auch. Das sind so meine Oldschooler mit Korkgriff, sage ich mal. Aber ich bin, gestern haben sie mich auch gefragt, hier auf der Messe, was für Routen und so. Ich bin völlig raus. Ich kenne so ein paar Modelle, guck dir die an. Ich weiß aber nicht, wie die aktuellen Serien davon sind, ob die gut sind oder nicht. Aber ja, die fische ich bestimmt schon. Weiß nicht, wann die rausgekommen sind. Seitdem fische ich die. 10 Jahre. 10, 12 Jahre? 8 Jahre, 10 Jahre. 12 Jahre. Ja, 12 würde ich nicht sagen, aber. 10? Wann kam die raus? Vor 10 Jahren? Ich weiß gar nicht mehr. Bin bei Fox auch nicht mehr so tief drin. Müsst ihr mal da vorne bei Eurocup beim Jan fragen, der wird's wissen. Der könnte uns sofort sagen, vielleicht fragen wir nachher mal. Aber 10 Fuß ist eigentlich auch so die Tendenz, wo es momentan hingeht, ja? Ach, seit Jahren, glaube ich. Also ja, der Trend seit 10 Fuß fing vor 5, 6 Jahren an. Und ich glaube, so seit 3 Jahren machen auch die Szenegrößenwerbung dafür. Und seitdem sind 10 Fuß. Ich fische so gerne 10 Fuß. Auch ich fische auch gerne 6-Fuß-Route zum Stalken, zum Klettern, zum Krabbeln. Ich habe auch 12-Fuß-Routen noch. Hm, haben wir auch noch, ja. Seit Jahren nicht mehr benutzt. Und wirklich handgebaute englische Harrison-Routen. Schöne Stöcker, ja. Ja, aber stehen nur rum. Jetzt wird es langsam laut. Ich glaube, wie spät haben wir das? Es geht bestimmt gleich los. Ja, 24. In 6 Minuten. Ist Einlass. Beginnt der Wahnsinn wieder, Carsten. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Ja, Borgtisch gerne. Nummer. Es war ein schönes Gespräch, hat Spaß gemacht. Ja? Und ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Messetag. Wir sehen uns heute nochmal. Ja, ja, wünsche ich euch auf alle Fälle auch. Ja, auf jeden Fall. Ciao. Euch auch, wenn ihr da wart. Ansonsten kommt doch nächstes Mal vorbei. Ja, und schaut mal beim Carsten bei Taste of Nature vorbei. Auf jeden Fall YouTube, dann. YouTube auf Instagram. Jeden Fall. Instagram und sein Shop ist auch ganz sehenswert. Ja? Gute Produkte, Dankeschön. Gute Liquids, gute Baits. Ja? Alles klar, Olli. Alles mit Herz und Liebe gemacht. Vielen Dank. Ciao.